Niemals zuvor hat die Kunstgeschichte eine so spannende und aufregende Entwicklung durchlebt wie am Beginn unseres Jahrhunderts. Der Film, den Sie gerade sehen, wird versuchen, im Folgenden den Lebensweg und den Werdegang eines Mannes nachzuvollziehen, nachzuzeichnen, der mit seiner Schaffenskraft und vor allen Dingen mit seiner Formensprache das ästhetische Empfinden, das ästhetische Verständnis unseres ganzen Jahrhunderts wesentlich geprägt hat. Ganze Generationen von Architekten und Designern haben ihn zum Vorbild gewählt und für viele ist er das auch heute noch. Die Rede ist von einem künstlerischen Phänomen, von Josef Hoffmann. Sie sind eingeladen, gemeinsam mit uns jene Strömungen nachzuempfinden, die damals in jener ereignisreichen Zeit am Beginn unseres Jahrhunderts Kulturgeschichte geschrieben haben. Lassen Sie uns gemeinsam den berühmten roten Faden aufnehmen. Er soll uns kulturelle Entwicklungen der Vergangenheit näher bringen, sie uns verständlich machen und uns dadurch, und das meine ich, ist ja das Allerwichtigste, sensibilisieren für kulturelle Entwicklungen der Gegenwart. Am Anfang steht die berühmte Frage, wer war er denn eigentlich nun wirklich, der legendäre Josef Hoffmann? Wenn wir mehr über diese faszinierende Persönlichkeit und die Nährboden seiner Kreativität wissen wollen, müssen wir vorerst zu den Wurzeln vordringen und die kulturellen Strömungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts beschreiben. In der heutigen Tschechoslowakei, vor allem in Böhmen und Mähren, machten sich die Auswirkungen der industriellen Revolution früher und stärker bemerkbar als in anderen Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Hoffmanns Herkunft aus dieser Gegend, er wurde 1870 im mährischen Pirnitz geboren, setzt ihn in eine Reihe mit vielen kreativen Köpfen, die zur Jahrhundertwende das kulturelle und wirtschaftliche Leben Wiens bereicherten. Er besuchte ab 1887 die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn und genoss eine klassische Architekturausbildung. Nach einem Praxisjahr als Baupraktikant in Würzburg begann Hoffmann 1892 sein Studium an der von Theophil Hansen erbauten Akademie der Bildenden Künste in Wien. Sein Lehrer Karl Freiherr von Hasenauer war damals dank seiner Ringstraßenbauten auf der Höhe seines Ruhms. Nach dessen Tod übernahm Otto Wagner, der bedeutendste Baukünstler des ausgehenden 19. Jahrhunderts und Wegbereiter der Moderne, die Leitung der Klasse. Wenn man versucht, die komplexe Abfolge von künstlerischen Strömungen in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts zusammenzufassen, dann erhält man zwangsläufig drei grundsätzliche Triebfedern. Da ist als erste der immer vehementer deklarierte Wunsch, alle Brücken zum Traditionellen niederzureißen und sich fortan ausschließlich und absolut modern zu präsentieren. Und da ist als zweite Triebfeder das immer stärker wachsende Interesse an internationalen Kunstströmungen. Man war sehr bemüht, sich als Europäer zu verstehen. Und dann, als dritter Punkt, wurden Künstlergruppierungen gebildet, die fast schon wie politische Parteien sich organisierten und ihre Intentionen auch lauthals deklarierten und die häufig untereinander im wahrsten Sinne des Wortes in lebendigstem Widerspruch sich befunden haben. Nachdem Hoffmann mit mehreren Gleichgesinnten, darunter Gustav Klimt und Kohl-Moser, demonstrativ aus dem Künstlerhaus ausgetreten war, erfolgte 1897 die Gründung einer Vereinigung bildender Künstler, der Sezession. Das Stammhaus der neuen Vereinigung, erbaut von Josef Maria Olbrich, bot dem jungen Hoffmann als Gestalter von Ausstellungen ideale Gelegenheit, sich einem kunstsinnigen, fortschrittlich eingestellten und finanziell gutgestellten Kreis von potenziellen Auftraggebern vorzustellen. Überhaupt scheint sich die Gesellschaft dieser Zeit wie nie zuvor für Kunst zu interessieren. Die herkömmlichen Salons, Akademien und dergleichen verlieren sehr schnell an Bedeutung und die Moderne stellt die Autorität der Tradition in Frage. Die Kunst dieser Zeit verstand sich als Stimulanz des Zeitbewusstseins. Betrachtet man die Werke Hoffmanns aus dieser Zeit, so erkennt man deutlich den Einfluss der Wagner-Schule, die mit ihrer Betonung der Fläche die Struktur eines Gegenstandes bestimmte. Ebenso sind Einflüsse des belgischen Art Nouveau für die Sezessionisten, also auch für Hoffmann, bedeutend gewesen. Bereits 1899 war der Ruf Hoffmanns so gefestigt, dass er als Professor an die Wiener Kunstgewerbeschule berufen wurde.
Zu Beginn des Jahres 1900 macht sich ein grundsätzlicher Stilwandel bemerkbar. Mit einer Abkehr von den Kurvenschwüngern der Sezession und des Art Nouveau fand eine Hinwendung zu einfacheren Formen statt. In dieser sehr wichtigen Entwicklungsphase wurde Hoffmann beauftragt, eine Villenkolonie auf der Hohen Warte in Wien zu errichten. Hoffmann war den Bauherren von der Sezession her in Freundschaft verbunden. Und es bot sich ihm hier die Gelegenheit, Häuser zu realisieren, die gemeinsamen Idealvorstellungen entsprachen. Es galt, eine Einheit von Haus und Einrichtung zu erreichen oder, mit Hoffmanns eigenen Worten, ein Haus zu errichten, dessen Äußeres auch schon sein Inneres verraten müsse. Bei der Innenraumgestaltung tritt die Wandlung Hoffmanns noch stärker zutage. Hier entfernt er sich mehr und mehr von der Sezession und entwickelt zum ersten Mal eine völlig unverkennbare, eigenständige Handschrift. Die Inneneinrichtung der Häuser, die heute noch existieren, entspricht nicht mehr dem Originalzustand, wenngleich sie in einigen Fällen liebevoll den heutigen Bedürfnissen angepasst wurde. Hoffmanns Abkehr von den Kurvenschwüngern des Art Nouveau und seine Hinwendung zu einfacheren Formen muss im historischen Zusammenhang mit jener allgemeinen Abwendung vom floralen Jugendstil gesehen werden, die um 1900 in Europa einzusetzen begann und die mit einer Wiederbelebung klassizistischer Ideale Hand in Hand ging. Besonderen Einfluss haben zu dieser Zeit britische Vorbilder auf Hoffmann ausgeübt. Sein bewunderndes Interesse für die jüngsten Entwicklungen in der Architektur und im Kunstgewerbe Großbritanniens ist leicht zu erklären. Einerseits sorgten zahlreiche illustrierte Fachzeitschriften für einen regen Informationsaustausch. Andererseits gab es mehrere Sezessionsausstellungen mit Beteiligungen britischer Künstler wie Ashby und McIntosh. Neben den Häusern auf der Hohen Warte war Hoffmann mit der Innenraumgestaltung mehrerer Wiener Wohnungen beauftragt worden. Er war damals der Modearchitekt Wiens und er hat in dieser Zeit Werke geschaffen, die weltweit ihresgleichen nicht fanden und so revolutionär waren, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, es habe eine neue Ära begonnen. Rückblickend erklärte Hoffmann sein damals beginnendes Interesse am Quadrat und an der Verwendung von Schwarz und Weiß durch den Umstand, dass diese klaren Elemente niemals zuvor in früheren Stilen Verwendung fanden. Hoffmann nahm in dieser Epoche seines Schaffens formale Lösungen vorweg, die erst mehr als ein Jahrzehnt später Gemeingut wurden. Das Supraportenrelief, von Hoffmann 1902 für die 14. Ausstellung der Sezession geschaffen, ist als endgültiger Wendepunkt zu einer neuen Formensprache zu erkennen. In aller Welt entstanden nun Werkstätten, die sich die Aufgabe stellten, neue, der Zeit entsprechende Formen zu finden und nicht mehr an den historischen Vorbildern Maß nehmen wollten. Mit dem Vermögen des jungen Industriellen und Kunstfreundes Fritz Werndorfer und mit dem Enthusiasmus und der Schaffenskraft Josef Hoffmanns und Kohle Mosers wurde im Mai 1903 die Wiener Werkstätte gegründet. Eine Produktivgenossenschaft von Kunsthandwerkern, die auf das Leben Hoffmanns wie auch auf das Wiener Kunstleben eine tiefgreifende Wirkung haben sollte. Das Unternehmen Wiener Werkstätte hatte ganz klare Zielsetzung, nämlich die gesamten Lebensbereiche der Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines idealen Gesamtkunstwerkes. Das begann mit der Schaffung von für die damalige Zeit wirklich außerordentlich fortschrittlichen Arbeitsbedingungen für die Handwerker und es endete mit dem Wunsch, überhaupt alles neu zu kreieren, neu zu gestalten, egal ob es nun für den Alltagsgebrauch bestimmt war oder nur einfach als Schmuck dienen sollte. Man hat sich auch vorgenommen, nur Gegenstände von deklarierter und ausgesprochener Individualität und Schönheit aus der Hand zu geben und man legte sehr großen Wert auf exklusive und exquisite handwerkliche Verarbeitung. Ganz nach dem Motto, lieber 10 Tage an einem Gegenstand arbeiten, als 10 Gegenstände an einem Tag produzieren. Sitz des Unternehmens war in der Neustiftgasse 32 bis 34, wo ein Neubau für ihre Zwecke adaptiert wurde.
Es sollte zwar schließlich das gesamte Vermögen Werndorfers kosten, vorläufig aber war die Begeisterung, mit der sich die Hauptbeteiligten auf die neue Aufgabe stürzten, groß. Hier war es also, wo die Wiener Werkstätte ihren Betrieb geführt hat. Das Baubüro und die Werkstättenräume. Auf den zeitgenössischen Fotos, die uns überliefert sind, schaut das alles viel eindrucksvoller aus als in Wirklichkeit. Aber wir erleben es insgesamt, dass die Wiener Werkstätte sich üppiger präsentiert hat, als sie tatsächlich war. Die Wiener Werkstätte hatte mit Sicherheit von Anbeginn an mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Und dass die Wiener Werkstätte nach ihrer eigenen Darstellung etwa ein ganzes Jahr nur damit beschäftigt gewesen ist, die Geschäftsräume zu adaptieren und gleichsam auch Vorrat zu produzieren, dann können wir uns leicht ein Bild davon machen, wie es um ihren Erfolg bestellt war. Durch die rege Ausstellungstätigkeit, durch Messebeteiligungen und durch die fördernde Aktivität der wohlwollenden Presse erlangte die Wiener Werkstätte binnen kurzer Zeit einen ausgezeichneten Ruf bei einem großen Interessentenkreis. Trotzdem war es nicht möglich, das Unternehmen auf selbstständige Beine zu stellen und von Förderern und Geldgebern unabhängig zu machen. Auf alle Fälle hat uns der Idealismus einiger Menschen eine Fülle von Gegenständen hinterlassen, die in ihrer gestalterischen Kraft und ihrer Formenvielfalt einen Platz in der Kunstgeschichte einnehmen, der durch nichts streitig gemacht werden kann. Das Duo Hoffmann-Moser ergänzte einander so sehr, dass für eine gewisse Zeit eine Unterscheidung der Herkunft der Entwürfe kaum möglich war. Wiewohl man anmerken muss, dass Mosers enorme Begabung für die Flächenkunst entscheidenden Einfluss auf Hoffmanns gestalterische Tätigkeit gehabt hat und Hoffmann diese vielfältigen Anregungen Mosers in seinem ganz persönlichen Stil weiterentwickelte. Der Kundenkreis der Wiener Werkstätte und des Josef Hoffmann rekrutierte sich zum größten Teil aus dem Umkreis der Künstler und weiters aus dem aufgeschlossenen, fortschrittlich denkenden und finanzkräftigen jüdischen Großbürgertum der Monarchie. So kam der erste große Auftrag für Hoffmann und die Wiener Werkstätte, die Errichtung und die Einrichtung des Sanatorium Burgersdorf, durch die Verwandtschaft des Bauherrn mit Bertha Zuckerkandl zustande, einer Kunstkritikerin, die als begeisterte Förderin der Sezession und Verehrerin des Josef Hoffmann ihre Empfehlung aussprach. Die Kuranstalt war für einen zahlungskräftigen Patientenkreis gedacht und sollte höchsten Ansprüchen in Bezug auf Komfort und Luxus genügen. Hoffmann bediente sich bei der Errichtung des Sanatorium Burkersdorf des modernsten bautechnologischen Hilfsmittels, das zur Verfügung stand, indem er das Gebäude in Stahlbeton konstruierte. Entwurfszeichnungen beweisen, dass er gewillt war, die Möglichkeit dieser neuen Bauweise radikaler auszunutzen, als es dann in der tatsächlichen Ausführung möglich war. Dekorative Bereicherung tritt am Bauwerk nur zurückhaltend auf. Äußeren, so überzeugt auch im Inneren die Klarheit, Einfachheit und Großzügigkeit von Konzeption und Durchführung. Bei der Innenausstattung kommt es zu reizvollen Kontrasten zwischen der Strenge der Architektur und den etwas reicher behandelten Interieurs. Gewiss kam Hoffmann beim Sanatorium Burkersdorf die Widmung des Baues, die eine gewisse hygienische Nüchternheit verlangte, zu Hilfe. Die Räume sind großdimensioniert und geometrisch einfach. Der Bau wurde 1926 gegen den Willen des Architekten von Leopold Bauer aufgestockt und dabei seines Charakters weitgehend beraubt. Während der Nazizeit arisiert, nach Kriegsende rückgestellt, diente der Bau einige Zeit als Altersheim. In den 60er Jahren wurde die Einrichtung zum Teil weggeworfen, zum Teil verkauft und der Bau dämmert seit der Zeit in einem Dornröschenschlaf. Es wird halt
heute oft behauptet, dass böse Kunsthändler das Sanatorium Burkersdorf ausgeraubt haben. Ganz so war es nicht. Anfang der 60er Jahre war niemand an Josef Hoffmann interessiert. Und als ich für meine Sammlung ein Exemplar dieses berühmten Sessels gesucht habe, hat mir der Direktor gesagt, die sind alle schon weggeschmissen. Als ich dann den Portier gebeten habe, doch nachzudenken, ob er noch wüsste, wo einer steht, hat er gesagt, die stehen alle am Dachboden. Sie wurden mir dann ganz billig alle im Bausch und Bogen verkauft. Man wollte sie wirklich nicht haben. Etwas später habe ich dann diese Sessel zum Teil an internationale Museen angeboten, die sie auch gekauft haben. Paris, London, New York. Und das hat vielleicht dazu beigetragen, dass Josef Hoffmann in der Welt bekannt geworden ist. Wohl unter Denkmalschutz stehend, konnten bis zum Jahre 1991 noch keine Mittel zur Renovierung des bedeutendsten Bauwerkes von Josef Hoffmann aufgebracht werden. Handwerkliche Fertigung in höchster Vollendung war für Josef Hoffmann oberstes Gebot. Die Endfertigung, das ist halt das Wichtigste, dass alle Teile gleich sind und es auch schön gefällig in der Form ist. Heute ist es schwierig und der Hoffmann hat die Arbeitszeit nicht so viel gekostet. Er war für eine 100% Qualität. Er war aber darauf aus, dass also alle Linien gleichmäßig waren. Dass also die Oberfläche gleichmäßig bearbeitet war. Dass nicht also einmal der Hammerschlag fester in der Kehle drinnen mehr oder weniger war. Auch innen musste alles schön ausgearbeitet sein, rückwärts. Er war ein Perfektionist. Hoffmann, der ja bis 1954 mit uns zusammengearbeitet hat, war oft ein schwieriger Fall, weil seine Arbeiten sehr kompliziert waren, aber auch dann viel Freude machten, wenn sie also fertig waren. Kunsthandwerk in höchster Qualität zu liefern, hat schon immer Probleme mit sich gebracht. Schon früh hat Kolo Moser, bevor er 1907 die Wiener Werkstätte nach Differenzen mit Fritz Werndorfer verließ, bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, dass der Qualitätsfanatismus, gepaart mit einem immensen Warenangebot, kaum durch das zahlende Publikum honoriert werden wird. Auch heute ist es so, dass Gegenstände von höchster handwerklicher Vollendung nur über andere Produkte finanziert werden können. Die meisten der in der Wiener Werkstätte gefertigten Gegenstände wurden mit diversen Punzierungen versehen. Mit der Schutzmarke der Wiener Werkstätte, dem Monogramm des Entwerfers, dem des ausführenden Handwerkers und bei Silber mit der Silberpunze. Die noch vorhandenen Gegenstände aus dieser Schaffensperiode befinden sich heute teils in Museen, teils in Privatsammlungen. Einige wenige sind noch im Kunsthandel erhältlich und genießen international höchste Wertschätzung. Josef Hoffmann ist für unsere Generation doppelt bedeutend. Er ist nicht nur ein Lehrmeister stilistischer Natur, sondern insbesondere seine Vorgangsweise, seine Projektdynamik. Was mich an Hoffmann besonders fasziniert, ist die Intensität, mit der er kleine Dinge, den kleinen Maßstab gestaltet, intensiv gestaltet und daraus das Reservoir für den Großen schöpft. Das heißt, die gebaute Architektur ist bei Hoffmann, und das ist meine Lektüre, das Ergebnis seiner intensiven Auseinandersetzung im Bereich
der kleinen Dinge, das ist die Einrichtung, das sind Stühle und das sind seine Objekte. Etwa 100 Mitarbeiter hatte die Wiener Werkstätte im Jahre 1905. Davon waren 37 Handwerksmeister. Zu den für die Entwürfe Verantwortlichen gehörten neben Josef Hoffmann und Kolo Moser auch Otto Putscher und C.O. Zeschka ab ca. 1904, Eduard Wimmer-Wiesgrill und Berthold Löffler ab 1907 und Dagobert Peche ab 1915, um nur die wichtigsten zu nennen. Auch arbeiteten Künstler wie Gustav Klimt, Orlik, Hanak, Oskar Kokoschka und Egon Schiele als freie Mitarbeiter. Man muss sich vorstellen, dass er erstens ein tiefer Verehrer von Morris und von der Basis des Handwerks ausgehende Kultur sah. Also die wirkliche, würde ich sagen, Edelkultur, die damals führende Klasse, nicht die Aristokratie oder bürgerliche Klasse, weil er war ein typischer Vertreter dieser bürgerlichen Klasse zu dieser Zeit, das war ja noch Monarchie, wollte er die mit handwerklich besten, höchsten, fantastischen Dingen ausstatten. Daneben gab es aber auch eine Gebrauchsgegenstandskultur. Und er war auch der Meinung, dass man diese Dinge so weit verbessern könnte, dass die Umwelt also nicht mit scheußlichen Dingen, die Industrie dann tausendfach vervielfältigt, umgeben wird, sondern dass eben auch für die Industrie er verantwortlich ist, dass die schöne Gegenstände also erzeugt. Etwa zwischen 1904 und 1908 war der Wiener Werkstätte auch eine eigene Tischlerwerkstätte angeschlossen. Sie musste geschlossen werden, da den umliegenden Mietern die Lärmbelästigung zu groß war. Die Möbel der Wiener Werkstätte waren in der Regel nicht signiert. Signierte Schlösser, markante Schlüssel und Beschläge, aber vor allem die spezielle Handschrift der jeweiligen Entwerfer sowie die hervorragende Verarbeitung sind bei der Zuschreibung nicht eindeutig identifizierbarer Objekte maßgeblich. Hoffmanns Bedeutung als früher Industriedesigner ist bei seinen Entwürfen für die Buchholzmöbelindustrie nicht hoch genug einzuschätzen. Für die Firma Jakob und Josef Kuhn entwarf er eine Reihe von Möbel, die durch ihre einfachen Formen zum einen den Anforderungen der industriellen Fertigung entsprachen, zum anderen durch ihre zeitlose Eleganz bestechen. Durch rege Ausstellungstätigkeit hat die Firma Kuhn diese Möbel Hoffmanns einem internationalen Publikum nahegebracht. Zwischen 1902 und 1904 erreichte die puristische Phase Josef Hoffmanns ihren Höhepunkt. Er beschränkte sich nur mehr auf ganz elementare Formen. So viel Kargheit kollidierte naturgemäß sehr oft
mit den Wünschen und Intentionen seiner Auftraggeber. Sie wollten auch in den Neuschöpfungen noch ein bisschen etwas vom alten Stil wiederentdecken können, vom schöpferischen Überschwang des Historismus, von jenem Reichtum in der Ausstattung, der nun mal ihrem Lebensstil entsprochen hat. Und Hoffmanns künstlerische Fantasie konnte darauf reagieren. Nach seiner Phase des sich Entledigens vom historistischen Ballast war er jetzt offenbar immer mehr wieder bereit, auch dekorative Elemente in seine Arbeiten einfließen zu lassen. Nach 1904 wurden mehrere Projekte verwirklicht, bei denen zwar ganz klar noch zu erkennen ist Hoffmanns Suche nach einfachen Formen, die aber von der Auswahl des Materials und von der aufwendigen Verarbeitungstechnik her schon wesentlich prunkvoller ausgefallen sind als noch die Arbeiten in den Jahren davor. Als Höhepunkt von Hoffmanns Gesamtwerk gilt international das in Brüssel gebaute und noch heute in seiner ursprünglichen Form existierende Palais Stocklet. Es blieb nach Umfang, Qualität und Bedeutung eine Leistung, die er im Lauf seiner langen und fruchtbaren Laufbahn nicht mehr übertreffen sollte. Die Geschichte werden Sie erkennen. Der Baron Stocklet war auf der Hochzeitsreise in Wien und ist auf der Hohen Warte spazieren gegangen. Und auf der Hohen Warte sind verschiedene Häuser von Hoffmann gestanden, die ihm so gut gefallen haben, dass er gesagt hat: Ich bleibe in Wien und baue mir in Wien ein Haus. Das wäre auf dem Platz, wo jetzt das Asthaus steht. Und da ist geplant worden, bitte, da war ich aber noch nicht so erwachsen, das hat er ihm erzählt. Und da ist lang geplant worden und im Atelier gearbeitet worden an diesem Projekt, das ich nie gesehen habe, ich weiß nicht, wie das ausgeschaut hat. Und eines Tages ist er gekommen und sagt: Stellen Sie sich vor, mein Vater ist gestorben und jetzt bauen wir in Brüssel ein großes Haus, weil er steinreich nennt. Und so ist eigentlich das Stocklet-Haus entstanden. Nicht nur Materialien und Verarbeitungstechnik waren aufwendiger geworden. Es ist ab 1905 ein neuerlicher Richtungswechsel in der gestalterischen Tätigkeit Hoffmanns zu erkennen, die man als Hinwendung zum Klassizismus bezeichnen kann. Wobei man anmerken muss, dass bei Hoffmann das klassische Formenrepertoire immer durch seine puristische Abstraktion gefiltert wurde. All diese Tendenzen kanalisiert und gepaart mit der beträchtlichen Finanzkraft des Adolf Stocklet ergaben das wohl spektakulärste Gesamtkunstwerk dieser Epoche in Europa. Beim Bau des Palais Stocklet war das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Architekten das denkbar glücklichste. Eine Tatsache, die sich deutlich in der konsequenten Haltung und Qualität des Bauwerkes ausdrückt, bei dem offensichtlich keinerlei Kompromisse eingegangen wurden, sowohl bei der Außengestaltung als auch bei der Inneneinrichtung. Die tatsächlichen Baukosten des Palais Stocklet konnten niemals in Erfahrung gebracht werden. Aber Gerüchten zufolge entstand um 1907 quasi als Nebenprodukt des Palais Stocklet das Künstlerkabarett Fledermaus. Auch dort haben dieselben Künstler wie schon im Stocklet an der Ausgestaltung mitgewirkt. Außer Hoffmann, der für Architektur und Möblierung verantwortlich zeichnete, waren bei diesem Projekt Powolny und Löffler beteiligt, ferner Kokoschka, Klimt, Wimmer, Zeschka und viele andere mehr. Werke Hoffmanns kurz vor dem Ersten Weltkrieg, er hatte zu diesem Zeitpunkt sein Architekturbüro bereits von der Wiener Werkstätte getrennt,
zeigten einen sehr eigenwillig verstandenen Klassizismus und entsprachen ideal dem Repräsentationsbedürfnis einer Gesellschaftsschicht, deren Tage aufgrund der politischen Umstände bereits gezählt waren. Unbeeinflusst von sozialkritischen Gedankengängen über die Rolle des Ornaments in seiner Zeit, war Hoffmann wohl einer der wenigen Baukünstler des 20. Jahrhunderts, die noch rein gefühlsmäßig dazu imstande waren, die Verbindung von Dekoration und Dekorum als echtes Erlebnis zu erfassen. Die Villa Primavesi war das letzte große Bauwerk Hoffmanns vor dem Ersten Weltkrieg, der mit seinem Ausbruch jegliche private Bautätigkeit für längere Zeit beendete. War ja schon immer ein Ort der Polaritäten und auch in den progressiven Strömungen gab es sehr unterschiedliche Tendenzen, die sich unter gewissen Umständen auch stark bekämpften. Und es gab ja hier auch die Auseinandersetzung zwischen Adolf Loos und Josef Hoffmann. Wobei zu bemerken ist, dass Josef Hoffmann schon sehr frühzeitig, etwa vor allem mit dem Burgersdorfer Sanatorium, aber später auch mit dem Palais Stocklet, Werke geschaffen hat, die Spitzenwerke der Moderne sind und die ganz neue Entwicklungen eingeleitet haben. In späterer Folge, sicher vor allem unter dem Einfluss der Mitarbeiter der Wiener Werkstätte und diesem Schwergewicht seines Schaffens mit dieser Institution, kam dann eine andere Tendenz bei ihm auf, die wohl mehr dem kunstgewerblichen und auch dekorativen zugewandt war. Bereits ab etwa 1905 wurden von der Wiener Werkstätte handbemalte und bedruckte Seidenstoffe hergestellt. Für die maschinell bedruckten und gewebten Textilien war die Firma Backhausen zuständig. Die Vielfalt des Warenangebotes der Wiener Werkstätte war enorm. So gab es neben den Lederarbeiten Email, Schmuck, Perlenstickereien, Bilderbögen, Postkarten, Spitzen, die Mode, ja sogar eine Hutabteilung. Und nicht zu vergessen, die Keramik. Die Zeit bis zur Liquidation der Wiener Werkstätte und der Versteigerung der Warenbestände im Jahre 1932 ist geprägt durch eine neue Generation von Kunstschaffenden. Die wichtigsten Impulse stammten von Dagobert Peche. Kriegsbedingt waren die meisten seiner Mitarbeiter Damen, vor allem Absolventinnen der Kunstgewerbeschule. Durch das Missverhältnis zwischen der Not des täglichen Lebens und der Pracht der Ausstattungen in der Wiener Werkstätte wurde die Kritik am Unzeitgemäßen und Verspielten immer heftiger. Vor allem Adolf Loos, ein erbitterter Gegner des Kunsthandwerkes und der Wiener Werkstätte, wollte in einigen bissigen Kommentaren das Handwerk vom Künstler befreit wissen. 1932 wurde die Wiener Werkstätte liquidiert. Josef Hoffmann war ab 1919 viele Jahre schwer krank und musste sogar für einige Zeit die Leitung seines Ateliers an Oswald Hertel abgeben. Obwohl sein internationales Ansehen an einem Höhepunkt angelangt war, sollte während der gesamten 20er und 30er Jahre die Polemik gegen ihn nicht mehr verstummen. Er litt sehr unter diesen Vorgängen, fühlte sich zurückgewiesen und verkannt und reagierte verärgert und gekränkt. Trotzdem, oder gerade deswegen, beschäftigte sich Hoffmann bis zu seinem Tode unermüdlich mit der Kreation neuer Formen. Ich habe Josef Hoffmann in den 50er Jahren gekannt von den Stammtischen der Künstler in der Sezession. Er hat damals eine eher Seniorenexistenz geführt, das heißt, er hat sehr wenige Aufträge gehabt. Das ist dann aber in den 60er Jahren
etwas anders geworden. Wie weit er das selber erlebt hat, weiß ich nicht. Es ist unter den ganzen Künstlern ein sehr großes Interesse entstanden für das Design 1900, teilweise inspiriert sogar von den Amerikanern. Und die Künstler haben sich angefangen, diese Möbeln zu kaufen, zu tauschen. Und es ist auch immer wieder so gewesen, dass jemand, wenn er von Amerika gekommen ist, berichtet hat, wie groß das dort geschätzt ist worden. Das hat natürlich auch das Interesse der Künstler, die natürlich dorthin auch orientiert waren, etwas noch weiter gesteigert. Und dass das dann so allgemein überhaupt als Wertschätzung gefunden hat, das ist eher gar nicht so erwartet worden. Im Gegensatz zu Entwurfsaufträgen häuften sich nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortungsvolle offizielle Verpflichtungen wie die Mitgliedschaft im Kunstsenat und die Tätigkeit als österreichischer Generalkommissar der Biennale in Venedig. Hoffmanns 85. Geburtstag gestaltete sich zu einem wahren Triumph, da er nicht nur in Österreich mit einem gut dotierten Spezialpreis überrascht, sondern auch mit seiner Gattin nach Belgien eingeladen wurde, wo die Familie Stocklet ihr Haus für eine großartige Feier zur Verfügung stellte. Abenteuer Kunstgeschichte. Fast möchte man ja sagen, Krimi-Kunstgeschichte. Die kulturellen Umwälzungen im ersten Drittel unseres Jahrhunderts, die haben sich ja wirklich in einem atemberaubenden Tempo vollzogen. Und wenn Ihnen hierbei jetzt doch der eingangs erwähnte berühmte rote Faden ein wenig abgegangen sein sollte, dann liegt das daran, dass es ihn schlicht und ergreifend nicht gibt. Es kann ihn nicht geben. Denn Kunstgeschichte verläuft ja niemals linear, sondern immer in mehreren verschiedenen, einander ergänzenden oder einander überlappenden Ebenen, die durchaus auch im Widerspruch zueinander stehen können. Wir erinnern uns an die neue Sachlichkeit der ersten Objekte von Josef Hoffmann und genauso haben wir parallel dazu die reiche Flächenkunst eines Eduard Wimmer und ganz besonders auch eines Dagobert Peche. Und genau das wollte der Film aufzeigen, dass eben Stilorientierungen nicht zu definieren und nicht einzuordnen sind mit Jahreszahlen. Der Film wollte aber auch beweisen, dass jede kulturelle Epoche, also auch die jetzige, die unsere, ganz avantgardistische Strömungen aufweisen kann. Diese Strömungen werden nur von wenigen Menschen als solche erkannt und eingeschätzt, aber, und das wäre das Ideal, vielleicht sind wir durch diesen Film wieder ein klein wenig sensibler geworden für die kulturellen Ereignisse der Gegenwart, für das, was jetzt im Entstehen begriffen ist und das möglicherweise einmal zur Avantgarde gerechnet werden wird. Denn das, was Avantgarde ist, das kann zum Zeitpunkt ihrer Entstehung natürlich kein Mensch vorausahnen. Erst Jahre später definieren dann die Kulturchronisten mehr oder weniger zutreffend das, was Avantgarde war. Josef Hoffmann, einer der größten österreichischen Künstler, einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts, ist im Alter von 86 Jahren in Wien gestorben. Sein Lebenswerk umfasst alle Gebiete der bildenden Kunst. Als Initiator der Wiener Sezession hat er Zeichnung und Malerei seiner Zeit entscheidend beeinflusst. Als Begründer der Wiener Werkstätte hat er das Kunsthandwerk revolutioniert. Als ewiger Avantgardist wird Josef Hoffmann den österreichischen Künstlern ein bleibendes Vorbild sein.